Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich soweit. Heute sind wir wieder im Abenteuerhotel im Heidepark. Wir waren vor einigen Jahren schon mal hier gewesen, aber das ist viel zu lange her. Und wir dachten, es wird doch endlich mal wieder Zeit für ein neues Video aus dem Hotel. Und ich würde sagen, wir gehen uns das Ganze doch mal von innen anschauen, weil von außen sieht das schon wirklich echt cool aus. Im Juli 2007 hat das Abenteuerhotel hier im Heidepark eröffnet und es ist echt ein Abenteuer, wenn wir hier mal in die Seiten gucken. Die Bilder bewegen sich jetzt richtig, richtig gut aus. Ich würde sagen, wir gehen zur Rezeption, holen unsere Unterlagen und dann stürzen wir uns ins Abenteuer. Oh, guten Morgen! Gleich Mission, Augenblick, jetzt aber. Spaghetti! Kann das Abenteuer richtig beginnen. Mit unserer Abenteuermappe geht es richtig rund. Hier sind alle Informationen, die wir brauchen. Wir haben so ein Paket heute gebucht. Also wir haben quasi eine Zimmerübernachtung plus heute Abend auch Buffet. Wir werden euch alles nochmal im Detail zeigen. Um 9.30 Uhr gibt es eine kleine exklusive Parköffnung. Also man kommt ein bisschen früher als Hotelgast hinein. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden den Tag im Park verbringen. Und dann ab 16 Uhr ist das Zimmer bezugsfertig. Und das schauen wir uns dann gemeinsam mal an. Falls ihr jetzt den Hoteleingang sucht, müsst ihr einfach nur durch die Lobby einmal komplett durch und dann seht ihr hier diese große Windmühle und da geht es dann hinein zum Park. Solltet ihr Jahreskartenbesitzer sein, müsst ihr trotzdem euch nochmal Tickets quasi umwandeln lassen, weil die funktionieren am Drehkreuz nicht, aber es ist kein Problem. Ja, und jetzt sind wir hier im Heidepark und schauen mal, was wir hier treiben. Dazu wird es ein separates Video geben, aber es gab heute Morgen auch schon ganz viel Entertainment im Hotel. Also es waren die ein oder andere Charaktere da, gerade eben waren auch noch so Bandschwinger da und noch vieles, vieles mehr. Echt cool, dass man da so ein bisschen Unterhaltung macht am Morgen. Wir werden den Tag jetzt im Heidepark verbringen und das seht ihr alles im separaten Video. Um 16 Uhr sehen wir uns dann wieder auf dem Zimmer. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag im Heidepark verbracht. Jetzt ist gleich 16 Uhr. Das heißt, unser Zimmer wird fertig sein. Wir können es beziehen. Um 16 Uhr ist das Zimmer freigeschaltet. Die exklusive Parköffnung eine halbe Stunde früher hat uns jetzt heute am Morgen nicht so viel gebracht, weil irgendwie keine richtige Attraktion auf hatte. Wir konnten halt ein bisschen im Park rumspazieren gehen und haben uns dann relativ zügig bei Colossus angestellt. So waren wir einer der Ersten. Aber schon schade, dass es nicht irgendwie eine Attraktion gibt, die extra für Hotelgäste auf hat. Wir stehen jetzt gerade vor unserer Zimmertür. Wir haben Zimmer 002 und das ist ein Zimmer, was geeignet auch ist für Rollstühle. Deswegen ist es ein bisschen größer und nicht komplett so thematisiert auch vom Badezimmer wie ein normales Standardzimmer. Aber das werden wir euch jetzt einfach mal zeigen. Ich habe vergessen, mein Schild draußen aufzuhängen. Ach, ihr seid's. Kommt doch gerne rein. Oh, wie Kevin gerade schon gesagt hat, ist auf jeden Fall ein behindertengerechtes Zimmer, also von daher ist das alles hier auch ein bisschen größer. Hier auf der linken Seite haben wir zum Beispiel auch schon mal einen Ganzkörperspiegel, damit wir morgens wissen, wie wir aussehen. Dann auf der rechten Seite ein Badezimmer, ein riesen Badezimmer. Auch sehr schön mit den Steinen. Steine sind sich vom Boden bis zur Decke hoch, sieht auf jeden Fall super aus. Dann haben wir hier noch einen großen Spiegel, zwei Waschbecken. Jetzt gehen wir zu dem Herzstück des Ganzen und zwar, tada, hier ist einmal das Bett, auch hier vorne passend Piratenthemen, ein Bild und genau, viel auch aus Holz hier, wenn man sich rumdreht, haben wir hier auch einen Kleiderschrank, der ist noch leer, deswegen kann ich mal rein, können wir mal reingucken. Auf jeden Fall noch eine kleine Sitzecke,
Dann haben wir hier einen Schreibtisch, wo wir die Videos zum Beispiel schneiden können. Einen großen oder einen kleineren Fernseher zum abends Fernsehen gucken. Kofferablage ist auch am Start. Und hier auch nochmal so ein kleines Höckerchen. Also, für alles ist auf jeden Fall hier gesorgt. Eine Sache darf natürlich auch hier im Heidepark-Hotel nicht fehlen, der Bettentest, und der kommt jetzt. Vivi, ja. Bist du bereit? Ja. Bettentest. Okay, ich hätte Angst, aber ich muss sagen, es liegt sich ja schon ein bisschen hart. Ich bin gespannt, wie wir schlafen, es ist okay. Ich glaube, die Bettwäsche fühlt sich schon mal sehr. Vivi hat es ja vorhin schon angesprochen, es gibt verschiedene Zimmerkategorien und wir befinden uns hier im Piratenzimmer. Das ist ein Standardzimmer. Es ist jetzt nicht vielleicht richtig krass thematisiert, wie aus einem anderen Erlebnishotel, wie man es vielleicht kennt, aber ich finde schon, dass die Ansätze sehr, sehr gut sind. Wie hier unten an der Kofferablage quasi so ein Kanonenschussrohr und die Lampen als Fackeln quasi oder als Kerzen thematisiert. Was ein bisschen schade ist, wir haben heute Nacht für die Zimmerrate 220 Euro bezahlt, da gibt es jetzt keine Flasche Wasser. Ich kenne es aus den anderen Zimmern, da steht meistens eine Wasserflasche, aber den muss man auch extra zahlen. Was gratis dabei ist, ist ein kleiner Goldtaler. Wenn ihr den im Bett findet, den dürft ihr auch behalten und essen. Für die kleinen Abenteurer gibt es auch noch ein kleines Heftchen, die abenteuerliche Suche nach Lord Explorus. Das ist eine Hotelgeschichte, wo zwei Kinder ein Abenteuer im Hotel und glaube ich auch ein bisschen im Heidepark hier erleben. Ganz, ganz niedlich gemacht. Gerade eben haben wir uns noch zwei Kissen und eine Decke geholt an der Rezeption oder angerufen, das ging gerade ohne Probleme. Eine Klimaanlage gibt es hier im Hotel leider gar nicht, was irgendwie ein bisschen schade ist. 2007 hat das Hotel eröffnet ohne Klimaanlage. Aber ihr könnt euch an der Rezeption einen Schlüssel holen und dann, damit könnt ihr die Fenster auch ganz aufmachen. Das gebe ich euch auch als Tipp. Jetzt gerade so im Mai, also April, Mai ist das natürlich kein Problem. Juni, Juli, August, September kann es natürlich auch ein bisschen wärmer hier im Zimmer werden. Wir schauen uns jetzt ein bisschen um und gucken mal, was man hier für Abenteuer noch so erleben kann, weil nur auf dem Bett rumchillen ist natürlich jetzt auch nicht das Wahre. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mal uns hier umschauen. Ja, wir befinden uns jetzt mehr oder weniger in der Lobby. In der Lobby findet ihr noch einen Getränkeautomat, wo ihr 24 Stunden euch Getränke ziehen könnt. Und richtig gemütliche Sessel. Wenn ihr dann noch die ein oder anderen Sachen eventuell verpasst und vergessen habt zu Hause, wie ein Rasierer, das passiert mir ziemlich häufig, habt ihr die Möglichkeit im Motelshop, im Abenteuershop, euch auch noch die ein oder anderen Sachen zu kaufen oder auch das ein oder andere Merch, Peppa Pig zum Beispiel. Der Tresor klingt auf jeden Fall nach einem großen Abenteuer. Dahinter befindet sich ein Kinderkletterparadies, kann man so sagen, mit einer Rutsche. Ich glaube, ich bin leider ein bisschen zu groß dafür. Schade, aber den Kindern auf jeden Fall Spaß. Café Explorus hat bei unserem Besuchstag leider zu und es sieht auch so aus, als würde es noch länger zu haben. Hat einfach leider nicht mehr auf. Dasselbe, hier gab es früher auch noch ein à la carte Restaurant, das existiert aktuell auch nicht mehr. Den Klettergarten, den wir euch schon mal vorgestellt hatten im letzten Video, schon ein paar Jahre her ist, den gibt es leider auch nicht mehr. Ja. Die Wasserratten kommen auf jeden Fall hier auch auf den Geschmack und zwar im Sultan Spaßbad. Da kann man schwimmen gehen und das werden wir euch mal zeigen.
kommen gerade aus dem Sultan Spaßbad und was erwartet euch da? Ihr habt ja schon die Eindrücke gerade gesehen. Es gibt einen kleinen Strömungskanal, es gibt zwei kleine Rutschen, es gibt die ein oder anderen Grotten, wo man sich so ein bisschen verstecken kann, wo dann das Wasser von oben kommt. Das ist echt sehr, sehr schön. Für Familien ist das natürlich ausgelegt. Man kann da jetzt nicht richtig die Bahn schwimmen. Dafür ist das ein bisschen zu klein, das Becken, aber die Kinder toben da sehr gut rum und haben da auf jeden Fall ganz viel Spaß im Spaßbad. Falls ihr eher Lust auf was Entspanntes und was Ruhiges habt, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Es gibt zwei Saunen, einmal eine 60 Grad Sauna und einmal eine 80 Grad Sauna, und zwar eine Textilsauna. Das heißt, mit Badeanzügen könnt ihr eigentlich direkt vom Schwimmbad in die Sauna stampfen. Wenn ihr keinen Bock auf Sauna habt oder wenn ihr vielleicht noch zu jung für eine Sauna seid, könnt ihr eure Eltern oder wen auch immer der gerne Sauna machen möchte, in die Sauna parken, weil es gibt genug Aufsichtspersonen im Schwimmbad. Das heißt, keiner muss Angst haben, dass irgendwas passiert. Aufsicht ist auf jeden Fall da gegeben. Das Sultan-Spaßbad öffnet leider erst um 17 Uhr die Pforten für die Hotelgäste und dann habt ihr die Möglichkeit, bis 21 Uhr das Spaßbad zu verwenden und auch die Saunalandschaft. Aktuell zu unserem Besuchstag mussten wir noch einen Terminslot reservieren, das kann sich aber alles ändern. Diese Information bekommt ihr dann hier vor Ort an der Rezeption. Abend beginnt langsam im Heidepark Resort und das Hotel ist quasi im Sonnenuntergangsmodus. Sieht ganz schön aus von der Seite beleuchtet. Und für uns heißt es jetzt Essen, und Essen gibt es hier eine Möglichkeit quasi. Es gibt ein Buffet-Restaurant von 18 bis 21.30 Uhr, soweit ich weiß. Man muss sich auch online Slots wieder reservieren. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir stehen jetzt vor dem Restaurant La Tortuga und haben jetzt einen Slot zum Buffet-Essen. Und den werden wir jetzt wahrnehmen. Was schön. Wir wurden jetzt gerade zum Platz gebracht und ihr habt immer anderthalb Stunden Zeit fürs Buffet. Es gibt Zeitslots und in dem Buffet drin ist auch Getränke, Softgetränke und auch Wein und Bier. Und das schauen wir uns mal an. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Vorspeise. Sehr, sehr große Auswahl auch an Antipasti. Es gibt eine große Salatbar. Also auf jeden Fall findet als Vorspeise jeder irgendwas. Und das haben wir auf jeden Fall jetzt auch gemacht. Und ich lasse es erstmal schmecken. Die Vorspeise ist durch und sie war sehr lecker, sie war sehr frisch. Man muss aber auch sagen, dass die ein oder anderen Sachen wie der Kartoffelsalat halt einfach aus der Packung kam und aufs Buffet gepackt wurde. Da war jetzt nicht so viel Liebe drin. Aber man findet auf jeden Fall auch die ein oder anderen frischen Sachen. Nächster Programmpunkt, Hauptspeise. Und ich würde sagen, da suchen wir uns mal was Leckeres aus. Bei den Hauptspeisen habt ihr eine riesengroße Auswahl. Ihr könnt Pizza essen, ihr könnt Nudeln essen, ihr könnt Lachs essen. Es gibt eine Fleischstation mit verschiedenen Fleischsorten, Hähnchen oder auch. Also es gibt richtig, richtig viel. Es gibt auch ganz viel gratiniertes Gemüse mit irgendwie Sahnesoße oder auch mit Käse drüber. Uns hat jetzt ein bisschen das frische Gemüse gefehlt. Das ist leider nicht vorhanden am Buffet. Ich glaube, dass hier bei dem Buffet auf jeden Fall jeder etwas für sich finden wird, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist so ein klassisches 0815 Buffet, es hat uns nicht vom Hacker. Ich glaube, die Kinder finden es ganz cool, aber geschmacklich kann ich mir auch eine Fertigdose zu Hause aufmachen. Also es ist wirklich nichts Besonderes. Die Vivi war jetzt gerade schon sehr, sehr kritisch mit dem Buffet. Also man muss auch sagen, dass der Lachs zum Beispiel sehr gut ist und das Fleisch, was frisch gebraten wird, ist auch ziemlich gut. Und deswegen findet bestimmt jeder irgendwas und das Buffet ist total solide. Aber es fehlt halt echt dieser Pep, wo man sagt, hey, das habe ich irgendwo anders noch nie gesehen.
lecker und da gibt es auch eine große Auswahl an Tiramisu, an Kuchen. Es gibt einen Schokoladenbrunnen, wo ihr mit Früchten Marshmallows, das ist ein Highlight für jedes Kind. Und es gibt auch ein bisschen frisches Obst, was man essen kann. Und es gibt auch ganz viele Puddingsorten verschieden. Wir haben jetzt zu Ende gegessen vom Buffet. Und man muss schon sagen, im Großen und Ganzen ist auf jeden Fall für jeden was dabei. Die Erwachsenen haben Spaß, dass sie Wein und Bier haben für anderthalb Stunden. Die Kinder haben auf jeden Fall Spaß am Schokobrunnen. Wir haben heute 32 Euro pro Person bezahlt und das ist schon ein ganz fairer Preis. Und ja, jetzt geht's noch mal in die Bar für uns. Wir gehen jetzt in die Bar, wollen noch ein kühles Getränk trinken, bevor wir dann wirklich endgültig schlafen gehen. Wir sitzen jetzt in der Bar und wenn ihr einmal sitzt, müsst ihr leider wieder aufstehen, weil ihr sollt euch die Getränke zumindest bei unserem Besuch selber an der Captain Hook Bar abholen, also beziehungsweise bestellen. Ich würde sagen, das machen wir doch einfach mal. Jetzt zwei Cocktails bestellt. Einmal Krake, das ist eigentlich ein Long Island Eistee, und ein Mojito. Hier fehlt irgendwie ein bisschen das Crush Eis. Wir haben auch 10% bekommen wegen dem Merlin Abenteuerpass. Also auch hier im Hotel gelten die 10%. Und ich würde sagen, wir lassen es uns einfach mal schmecken. Die Cocktails waren auf jeden Fall wirklich sehr, sehr, sehr lecker. Hat sehr gut geschmeckt und man muss wirklich sagen, auch die Mitarbeiter hier sind so freundlich. Wahnsinn. Also das haben wir vorhin auch schon die ganze Zeit geredet, dass einfach alle so herzlich und so lieb sind. Im Park, im Hotel. Wirklich richtig, richtig cool. Das muss hier auf jeden Fall an dieser Stelle mal erwähnt werden. Hier befindet sich noch eine geheime Tür und da würde ich mal sagen, gucken wir doch mal gemeinsam rein. Es sieht von außen schon interessant aus. In dieser geheimnisvollen Tür befindet sich ein Kino und da läuft Drachenzähmen, also was heißt ein Kino? Es läuft ein Fernseher mit Drachenzähmen einfach und es gibt so einen Laser-Maze, wo man gucken muss, dass man die Laserstrahlen nicht berührt. Startet in 3, 2, 1, go! Auf jeden Fall kann man hier seine Kinder ganz gut beschäftigen, wenn man auch Bock hat, das ein oder andere Cocktail zu trinken. Sind die Kinder hier gut beschäftigt, aber ich muss so echt sagen, ich bin viel zu faul, um diese Lasermaze zu machen. Das können die Kinder auf jeden Fall besser. Einen wunderschönen guten Morgen, neuer Tag hier aus dem Heidepark Hotel. Und wir haben tatsächlich richtig gut geschlafen. Die Matratzen sind ein bisschen härter, aber wir haben hier echt gut genächtigt in dem Hotel. Wir hatten so ein bisschen Pech mit dem Zimmer, weil wir haben das Zimmer 2, also 002, das direkt am Eingang ist und diese Tür ist auch nicht so dicht. Also heute Morgen ist beim Frühstück erstmal alle dran vorbeigelaufen und das hat man da logisch gehört. Gestern Abend war es halb so wild, weil so wenn man jetzt um 11 Uhr im Bett ist oder im Zimmer ist, das ist ein Familienhotel, da geht nicht mehr so viel. Wir waren gestern ja noch in der Bar, das war echt sehr, sehr schön. Na logisch, irgendwie mit dem Service kann man halt ein bisschen drüber lächeln, sagt man halt einfach, Merlin ist okay und dann holt man sich die Getränke selber. Und für Kinder wird auch noch ein bisschen was geboten. Damals gab es ja auch eine Kinderschatzsuche, die haben wir jetzt irgendwie nicht gesehen an dem Abend. Aber wir müssen jetzt auch schon zeitnah unser Zimmer verlassen. Also, Koffer sind fertig gepackt. Wir müssen nämlich um 10 Uhr schon das Zimmer verlassen. 10 Uhr ist Checkout, meiner Meinung nach sehr früh. Wenn man aber Late Checkout machen möchte, kann man das gerne. Man muss aber dafür extra blechen. Also, ich glaube, 15 Euro oder so kostet Late Checkout extra. Ach, naja, gut, muss man halt. Also wir gehen dann lieber um 10 Uhr schon aus dem Zimmer raus. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen, muss man wirklich sagen. Aber wie Kevin schon gesagt hat, es ist halt eine blöde Lage gewesen. Auf dieser Seite raus hat irgendwann die Musik angefangen zu klimpern und da sind die Kinder irgendwann gerannt. Aber ich glaube, wenn man eines der oberen Zimmer hat, ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Wir gehen jetzt auf jeden Fall zum Frühstück. Da gibt es natürlich auch wieder Frühstücksbuffet. Und was das heißt, natürlich wieder Essen, Essen, Essen. Und das werden wir jetzt tun. Ich bin auch gespannt, was uns da genau erwartet und was es beim Frühstück alles ist. Unsere Koffer sind jetzt im Auto und wir haben die späteste Frühstückszeit. 9.30 Uhr ist unser Frühstückslot. Der ist in wenigen Minuten, deswegen gehen wir hinein. Ab 7 Uhr ist das Frühstück und ihr müsst euch dann auch wieder so Online-Slots reservieren. An der Rezeption gibt es so QR-Codes, die scannt ihr ein und dann reserviert ihr einfach euren Tisch und dann ist alles easy. Und wir gehen jetzt mal zum Frühstück.
und jetzt zum Tisch begleitet. Und auch hier habt ihr quasi eine Frühstückszeit. Eine Stunde dürft ihr dann quasi frühstücken. Unsere Frühstückszeit ist jetzt 9 Uhr bis 10 Uhr. Die haben ein bisschen aufgerundet bei uns. Normalerweise waren 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Abgerundet. 8 Minuten weniger. Und ja, genau. Am Buffet findet ihr allerlei Sachen. Eine große Auswahl. Hier findet auf jeden Fall jeder was. Es gibt auch Kelloggs für Kinder. Und auch Obst gibt es hier. Oh. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Was ich auch gesehen habe, ist, es gibt Hafermilch, es gibt veganen Käse, man kann sich den Kaffee selber holen, Latte Macchiato, Cappuccino, was man halt so haben möchte, verschiedene Säfte, also für jeden was dabei. Das Frühstück ist ganz in Ordnung, auf jeden Fall kann man machen. Es gibt, wie gesagt, ganz viele verschiedene Dinge und jeder findet auch da was. Die Säfte waren allerdings nicht ganz so lecker. Die waren sehr, sehr wässrig und da ist definitiv noch Luft nach oben. Ja, das waren unsere Eindrücke hier aus dem Heidepark. Abenteuerhotel. Meine Güte, ein Hotel für die komplette Familie. Klein und groß haben auf jeden Fall Spaß. Sultans Spaßbad ist schon ziemlich cool. Und die Saunalandschaften, das kriegen manche große deutsche Parks noch nicht mal hin. Also, es gibt natürlich ein paar Einschränkungen oder wo man halt sagt, hey, ja, es ist ein bisschen schade, weil wir sehen mehr Potenzial. Und ich kenne das Hotel noch aus den Anfangsjahren. Da gab es noch eine richtig geile Abendshow. Das ist alles weggefallen. Das Café ist weggefallen. Und wenn man darüber hinweg sieht, ist es trotzdem ein sehr solides Hotel. Und man kann hier auf jeden Fall schön mit seinen Kindern Spaß verbringen im Heidepark. Ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch noch Themenzimmer. Und wir haben jetzt heute für die Nacht 230 Euro bezahlt. Nicht ganz preiswert. Und dann gibt es auch verschiedene Pakete, die man dazu buchen kann. Also wir hatten heute zum Beispiel das Buffet-Paket. Es gibt auch Pakete mit Eintrittskarten. Aber dafür schaut ihr am besten auf der Webseite vorbei. Da kriegt ihr alle Informationen über das Heidepark Abenteuerhotel. Das war es jetzt von dieser Stelle hier. Wir haben ausgecheckt, wir haben gegessen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Herr Hinne. Tschüss.